Also, wir gingen am, ich glaube, am 21. April in diesen besagten Bunker. Und ja, Essen gab es da ja nicht, aber man hatte irgendwie das Brot, Muttern dann eingepackt und dann hat man irgendwie Brot und Wasser oder sowas gehabt. Und dann hieß es plötzlich, raus durften sie aus dem Bunker nicht wegen der Schießerei, die da war, die Russen sind da. So, naja, gut. Und dann die große Angst, die da vorhanden war, natürlich auch nicht nur durch die Goebbelsche Propaganda, sondern auch aus dem Wissen, was man in Russland angerichtet hatte, dachte man, nun kommt die große Rache der Sieger. Das war allgemeine Befürchtung drum. In den Bunker selbst ist nie einer gekommen und Muttern sagte dann so am 27. oder 28., wir gehen jetzt wieder in unsere Wohnung. So, und dann hat mich da sehr interessiert, die sowjetische Armee, die Rote Armee, hatte einen Panzer, der hieß T-34, der 34 Tonner. Sie haben hier in der Straße des 17. Junis vor dem Ehrenmal, das sind diese zwei Panzer, die waren sehr widerstandsfähig, nicht? Die waren nicht so, die Deutschen hatten so einen Tigerpanzer, der war viel zu na, sophisticated, sagen wir mal. Der war völlig ungeeignet für so einen Krieg, aber der T-34, der war sehr gut. Und dann gab es etwas, das hieß im Volksmund die Stalinorgel. Nicht? Die Dinger schossen, ich glaube, 12 so eine hintereinander weg, dann kamen die nächsten rein und so. Und das konnte ich sehen, weil die da standen. Das hat mich natürlich sehr interessiert.